Du bist ein sportlicher Skifahrer und suchst einen Ski für höchste Performance auf der Piste? Dann habe ich hier drei Sportcover der Saison 19/20 für dich. Viel Spaß mit diesem Skitest. Ja, wie du siehst, super Wetter hier am Kaunertaler Gletscher, tolle Aussicht und auch drei richtig tolle Ski, Topmodelle im Bereich der Sportcarver, die ich dir hier in diesem Skitest vorstellen darf. Mein Name ist Marius Quast und wie du weißt, bei Snowhow legen wir immer den Fokus auf dich. Wir möchten herausfiltern, welches der einzelnen Skimodelle hier genau für dich und für deinen Fahrstil sehr gut geeignet sein könnte. Die drei Modelle mit zwei alten Bekannten und einem neuen Ski gilt es gleich im Detail für deinen Fahrstil zu erläutern. Und jetzt heißt es erstmal zu klären, wann du dich als Skifahrer dieser Kategorie der Sportcarver einordnen solltest. Die Kategorie der Sport-Performance-Ski oder der Sportcarver, wie ich sie hier neben mir stehen habe, ist genau dann für dich geeignet, wenn du ein Pistenskifahrer bist, der einen Ski sucht, der nicht zu verbissen ist und dich eben leicht in die Kurven hineinbringt. Wir haben sogar einen Ski dabei, der so ein bisschen in diesen All-Mountain-Charakter geht. Wichtig ist, dass diese sportlichen Ski schon beherrscht werden wollen, aber eben noch unter der Kategorie der Race-Carver und der Slalom-Carver ist. Das bedeutet auch wiederum für dich, wenn du nochmal eine Ecke sportlicher fahren willst und wirklich die tiefen Carving-Schwünge gehst, dann schau dich gern bei unseren Skitests zu den Race-Carvern oder eben den Slalom-Carvern um. Die Sportcarver sind dann für dich sehr gut geeignet, wenn du eine leichte Kurveneinleitung und schönes Skifahren auf der Piste erleben möchtest. So Marius, genug geredet, jetzt heißt es erstmal die Ski fahren und wir sehen uns nach den Aufnahmen wieder. Viel Spaß damit! Was für unglaublich schöne Verhältnisse hier oben heute für die Sportcarver auf der Piste. Da kann man richtig laufen lassen und vor allen Dingen die mittleren bis hohen Geschwindigkeiten mit diesen drei Top-Sportlern hier wirklich gut fahren. Und jetzt heißt es herauszustellen, welches der drei Modelle für dich gut geeignet sein könnte. Wie immer bei Snowhow mit dem klaren Fokus auf dich als Skifahrer. Einsteigen möchte ich gern mit einem wirklich altbekannten Gesicht, aber absolut berechtigt hier in dieser Sportcover-Serie. Und das ist der Head Super Shape Magnum. Dieser Ski mit seiner Slalom-Schaufel ist genau dann für dich geeignet, wenn du einen variablen Sportcover suchst, der mit dir auf der Piste sowohl in den langen als auch mal in den kurzen Radien geht und dabei auch mal gedriftet leicht in die Kurve hineingeht. Der Magnum ist auch deswegen einer der meistverkauften Ski der Welt, weil ihn eben viele Skifahrertypen wegen seiner leichten und variablen Eigenschaften so sehr mögen. Und da kommen wir zum eingangs erwähnten neuen Gesicht in dieser Sport-Performance-Welt und das ist der Völkel Deacon 74. Und dieser Ski hat diesen All-Mountain-Race-Charakter. Bedeutet für dich, dass wenn du einen Pistenski suchst, mit dem du auch mal im Sulz, zum Beispiel an späten Ostertagen, den ganzen Tag noch gut mit einer schönen Sport-Performance fahren kannst, dann bist du auf dem Völkel richtig gut aufgestellt. Er hat so diese Race-Gene und ist eben breiter in der Mitte aufgestellt als ein typischer Race-Carver oder Slalom-Ski und bringt dich damit wirklich sehr gut über den Sulzschnee. Und dann darf ich sehr gern auf den K2 Supercharger eingehen. Auch hier ein sehr berechtigtes Sport-Performance-Modell, was wir mit dabei haben. Und der K2 ist genau dann für dich geeignet, wenn du die mittleren, langgezogenen Kurven in zügiger Geschwindigkeit fahren möchtest und da einen Ski suchst, der mit dir geht, aber dich nicht komplett müde abends ins Hotel schickt. Dieser Ski hat Rennambitionen, aber verzeiht dir eben mehr und ist insbesondere in den Tagen gut, wo du lange fahren möchtest und trotzdem, wie gesagt, nicht komplett müde im Hotel sitzen möchtest. Und damit darf ich diesen Skitest der Sportcarver gern für dich zusammenfassen und dir nun in einem Satz verraten, welches Skimodell für dich geeignet ist.
gehen wir gern rein wieder mit dem Head Magnum. Genau dann richtig für dich, wenn du die kurzen Schwünge und auch die mittleren Radien magst und wenn du dich da als Skifahrer variabel aufstellen möchtest. Dann der Völkel Deacon 74 mit dem all-mountigen Charakter, genau dann für dich geeignet, wenn du sportliche Kurven fahren möchtest, aber eben im Sulz an Ostern einen Ski suchst, der den ganzen Tag mit dir geht. Und dann haben wir den K2 Supercharger, ein sehr sportlicher Ski, der die langen Radien und die zügigen Geschwindigkeiten mit dir geht. Das heißt, du als sportlicher Fahrer mit mittleren bis langen Schwüngen in hohen Geschwindigkeiten, dann ab auf den K2. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem Skitest von snowhow.de. Schau dich gerne auf unserem YouTube-Kanal weiter um. Dort haben wir alle möglichen Skitests zu Slalom-Carvern, Race-Carvern bis hin zu den Freeridern. Und auch für die Damen ist natürlich was dabei. Also gerne die anderen Videos anschauen. Und wenn du jetzt die genauen Informationen und auch die Preise zu diesen Ski erfahren möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung den Link zu unserem Shop snow-hau.de. Ich freue mich persönlich, wenn ich dir mit diesem Skitest die nötigen Informationen zu deinem Kauf in den Sport-Performance-Ski oder den Sport-Carvern übergeben konnte. Und jetzt wirklich viele Grüße vom Kaunertaler Gletscher. Bis zum nächsten Mal hier auf snowhow.de. Ciao!